Matt ist tot. Wir werden diesen Mann niemals vergessen. Niemals. Wir alle wissen, Nintendo hat echt keinen Bock mehr auf die Miis. Sie sind so gut wie tot. Und leider ist damit auch die Legende Matt verstorben, die überall war. Sei es Wii Sports beim Boxen oder Wii Sports Resort bei Schwertkampf oder sogar bei Wii Party in der Meisterschwierigkeit. Matt ist mittlerweile genauso ein legendärer Charakter wie Super Mario selber. Zumindest für mich. Doch leider werden wir ihn nie wiedersehen. Es sei denn, bei einem Update für Switch Sports haben sie tatsächlich Matt hinzugefügt. Und zwar bei Chanbara. Bevor wir aber gegen Matt spielen, müssen wir uns aufwärmen. Ich habe das Spiel das letzte Mal wann gespielt? Vor, keine Ahnung, 30 Milliarden Jahren in der Steinzeit oder so. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung mehr, wie Chanbara funktioniert und was man da überhaupt machen muss. Deswegen werden wir jetzt erstmal gegen ein paar Leute online spielen. Um genau zu sein, gegen 5. Ich zeige 4. Wir haben hier Dylan, der extreme Vater. Oh mein Gott, stimmt. Mein Cousin, das letzte Mal, ich schwöre, ich glaube, das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, war für das Video, was ich gemacht habe für den Channel. Chanbara. Genau darin werden wir Matt schlagen müssen. Mal gucken, ob wir überhaupt noch irgendjemand finden, der online das ganze Spiel spielt. The TJ. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Schwert, Energieschwert oder Zwillingsschwert? Ich weiß nicht mehr, was gut war. Und ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mich entscheiden. Ich mach ein Schwert. Okay, ganz klassisch. Ganz klassisch einfach. Okay, wir wärmen uns auf. Let's go, TJ Beast Boy. Was habe ich denn für ein Schwert? Ich habe komplett vergessen, wie dieses Spiel geht. Er macht sogar das Doppel. Er macht Doppelschwert-Action. Hada! Okay, easy. TJ, Bruder, warum spielst du das Spiel jeden Tag und... Digga. Was war das denn? Okay, zweite Runde. Ah, okay. Die Switch nimmt das nicht so gut an wie bei Wii Sports Resort damals. Ich schwöre, die Wii-Fan... Guck mal, ich habe so gemacht und ich schwöre, er hat gerade nach oben geschlagen. Und ich kriege ihn deswegen auch nicht besiegt, okay? Oh. Nein! Okay, 1-1, mein Freund. Okay. Guck mal, ich mache wirklich straight... Ich habe straight zur Seite geschlagen. Oh, ich hasse Switch Sports. Ich schwöre, dass das letzte Mal, dass ich Switch Sports spiele. Nur um Matt zu besiegen. Runde 2. Mal gucken, gegen wen wir jetzt antreten müssen. 6,5 Stunden später. Will da eigentlich auch mal jemand kommen? Niemand hat Lust auf dich. Es ist wie in der Schule. Oh, Goldiger. Der hat sogar die neuen Items. Das heißt, er ist wahrscheinlich ein Schwitzer. Aber wir probieren jetzt mal das Energieschwert aus. Wir probieren am besten alle aus, damit wir am Ende wissen, welches am besten gegen Matt funktionieren kann. Komm her, Homie, mit Drip. Hoppa. Wie funktioniert Energieschwert nochmal? Oh, hä, kann ich das einfach immer machen? Ah, okay, nee, es lädt sich immer wieder neu auf. Putz. Scheiße. Er hat auch Energieschwert, das fällt mir ja jetzt erst auf. Ah! Okay, ich verstehe Energiehieb nicht. Ich verstehe dieses Schwert nicht. Ich bin komplett überfordert gerade gewesen. Oh nein, okay, Konzentration. Sonst wird er mich besiegen. Nein! Nein! Okay, er fickt mich gerade. Er kommt komplett zerstört. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen gerade. Oh mein Gott. Gut, gut. Oh, okay. Gerade hat es geklappt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert und wann man es einsetzen kann. Aber wir haben ihn besiegt. Das ist schon mal gut. Ich verstehe das Energieschwert nicht. Guck mal, ich glaube, ich habe ihn ausgekontert. Er traut sich gar nicht mehr zu schlagen. Er hat Schiss. Stirb, Bro. Oh, ich muss auf Konter hinarbeiten. Wenn ich einfach angreife, dann bringt das gar nichts. Okay, hab ihn. Nein! Scheiß Gold, Digga. Nein! Yes! Zweite Runde haben wir auch gewonnen. Matt, wir kommen! Okay, Round 3. Wir hatten TJ Beast Boy. Wir hatten einen Gold, Digga. Der kommt jetzt. Jetzt erstmal wieder 3 Jahre warten, bis irgendjemand hier reinkommt. Yannis? Zwillingsschwerter. Okay, jetzt müssen wir mit beiden kämpfen. Und bei der Steuerung von Switch Sports kann das nur katastrophal enden. Das könnte safe das erste Mal sein, dass wir verlieren. Kann ich nicht eigentlich... Oh Gott. Okay, ich blocke mit rechts und schlage einfach mit links. Das ist meine Strategie. Bäh. Es klappt nicht! Oh, hä, was ist das für ein Superschlag? Okay, hä? Doppelschwert ist ja übertrieben geil. Hä? Doppelschwert ist ja übertrieben geil. Okay, komm her, Bro. Ich hab die... Ah! Ich hab die Macht von... Ah! Ich hab die Macht von einer Krähe. Ich hab die Macht von 2 Schwertern, meinte ich natürlich. Okay, war mal Problem. Nein! Was ist das hier für ein Kampf? Ey, ich hasse dieses Spiel. Mach doch die Ultra-Attacke! Er fickt mich gerade komplett. Alter, er macht... Wadadadada. Ey, ohne Witz, der Typ ist so ein... Hallo, ich bin am Schütteln! Ich hasse Zwillingsschwert. Ich nehme alles zurück, weil ich jemals über das Zwillingsschwert gesagt habe. Zwillingsschwert. Okay, 2 Matches noch. Ich glaube, ich bleibe jetzt beim Energieschwert. Soll ich einen Salto aufs Bett machen? Komm, ich mache einen Salto aufs Bett. Weil mir so langweilig ist. Oh mein Gott, Digga. Oh. Yannis schon wieder. Wir werden ihn taunten, indem wir einen Weinenden machen. Er denkt dann so, oh nein, wir werden verlieren, wir weinen. Aber es ist, damit er jetzt denkt, er wird gewinnen. Er mit seinen 2 Holzschwertern. Hä, warum hat er auf einmal Holzschwerter? Okay, ich muss sagen, das ist ein bisschen stressig, dass er halt so 2 Schwerter hat. Weil damit kann er jetzt, ich weiß halt nicht, wie er jetzt schlägt so ein bisschen. Es ist so ein bisschen verwirrend. Oh mein Gott, Alter. Yannis, warum ist Yannis so gut? Das ist kein gutes Omen für Matt. Er hat halt einfach die Art von 2 Schwertern einfach perfektioniert. Digga, was für ein spannendes Match. Didi, bumst, nicht. Yes! Oh mein Gott, das war so knapp. Komm her, Yannis, letzte Runde. Okay. Yannis! Wir kämpfen uns wieder zurück. Digga, warum ist das mit Yannis so spannend? Bruh. Nein, was macht er denn? Ja. Oh mein Gott. Yannis ist zu krass. Okay, der letzte Gegner. Wer wird es sein? TJ
Ziel. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Energieschwert benutzt, aber wir bleiben beim Energieschwert. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe, irgendwie mal einen Energiestoß zu machen. Stark denn! Einmal geblockt. Zweimal geblockt. Ah, und dann geht Energiestoß. Ah! Nein. 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 Okay, vielleicht können wir doch nicht jede Runde gewinnen. Okay, letzte Runde. Komm her, Tühl. Nein, ich versuche halt nur noch so auf Lackwürfel zu blocken. Weil irgendwie ich sehe halt nicht, wann... Wie soll ich sehen, wann er schlägt? Ich hasse dieses Spiel so dermaßen. Ich hasse dieses Spiel. GG-Tühl, ich gönne dir das natürlich wirklich von Herzen. Scheiß drauf, wir gehen jetzt gegen Matt. Nach all den Jahren sieht man sich wieder. Ein weiteres Mal kämpfen wir gegeneinander. Imagine it's first try. Wir beide belauern uns an. Es ist wie bei wilden Tieren, wie bei Löwen. Erst belauern sie sich und danach springen sie einander an. Ah! Und Matt hat den ersten Sprung gemacht. Den ersten Sprung gewagt. Den ersten... Alter! Matt ist viel krasser als die scheiß Online-Spieler. Und gegen die habe ich schon verkackt. Hey, Matt. Hua! Oh mein... Hua! Oh mein Gott. Okay, okay. Es läuft gar nicht so gut. Junge, warum ist der denn so gut? Ich glaube, das wird schwerer als gedacht. Okay, dass Matt die erste Runde gewinnt, hätte man sich fast denken können. Aber ich hätte auch ein First Try gefühlt. Runde 2. Wir brauchen eine neue Strategie. Okay, Matt, ich werde ihn jetzt bezürzen. Das ist meine Strategie. Hey, Matt, du siehst echt gut aus. Also wirklich, du hast dich verdammt gut gehalten dafür, dass du... Hua! Die Strategie funktioniert nicht. Ich muss anders angehen. Deine Augenbrauen, hast du sie ja irgendwie zupfen lassen oder... Okay, es klappt alles nicht. Es klappt nicht, Mann. Fuchtel rum, das klappt immer. Okay, Fuchtelstrategie. Dann versuchen wir mal die Fuchtelstrategie. Hua! Es hat echt fast funktioniert. Ich versuche einfach mal die ganze Runde nur zu kontern, um so ein Gefühl gegen seine Schläge zu kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, schlag rein, Matt. Bruh. Ah! Hä? Wie? Okay, okay. Habt ihr gesehen, aber das war ganz gut. So ist er erst in der Seitenlage und auf einmal schlägt er von oben. Matt! Junge! Wow. Okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann nehmen wir Doppelschwerter beim nächsten Mal. Du kannst ihn auch nicht treffen. Wenn er blockt, er wird immer blocken. Straight up, er wird immer blocken. Im Arschbohrer, mit den Schwertern, meinst du? 1000 years of death! Ja, wir bewegen uns auch in eine gute Richtung gerade. Okay, vielleicht sind die Zwillingsschwerter doch die Methode. Er macht wieder richtig ernst auf einmal. Ich glaube, er hat gehört, dass ich ihn bumsen wollte. Ich bewege ihn einfach ganz langsam, indem wir gehen zur äußersten Plattform, um dann mit einem starken Schlag ihn zu bumsen. Was passiert eigentlich, wenn die Zeit abläuft? Bruh. Okay, nimm einfach Pistole, da kann er nichts gegen machen. Hast recht! Was jetzt, Matt? Egal, wenn wir es jetzt schaffen, das zu kontern, dann könnte er runterfliegen. Come on! Matt, schlag doch! Als ob er jetzt wieder unentschieden kommt. Ey, wenn jetzt die Runde auch wieder unentschieden wird, ne? Was passiert denn dann überhaupt? Yes! Nice. Er ist am Abgrund. Wir könnten gewinnen. Nein. Oh, es wird so auf ein Unentschieden. Ah! Oh. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Hey, und was passiert jetzt? Oh, shit. Okay, jetzt wird's richtig ernst. Komm mal. Ja! Joscha! Oh mein Gott! Das war leichter als gedacht. Also es war schon schwierig, aber es war gefühlt einfach Luck. Gut gekämpft, Matt. Gut gekämpft. Wir sehen uns im Wii Sports.